Auf Nikos Anraten hin machen wir jetzt eine Offroad-Shuttle-Tour. Ja klar, der schwärmt mir seit letztem Urlaub vor davon. Und wir haben jedenfalls nicht die richtige gefunden, aber wir hoffen, es wird trotzdem gut. Oben sind wir und es ist schon mal bitterkalt. Der muss jetzt noch wieder rausrangieren und jetzt retten wir mal mein Rad. Das nennt man Offroad. Wer sieht, was da im Hintergrund passiert? Jetzt Augen auf, wusch. Naja, noch bevor es eigentlich losgeht. Und dann ging es auch tatsächlich auf den Trail. Ja, wir haben uns bestes Wetter ausgesucht. Oben war es echt arschlig. Ich dachte mir, wo bin ich nur gelandet? Aber es wurde dann Meter für Meter zum Glück besser. Was ganz klar ist, wenn man vielleicht sogar alleine zum Bikeurlaub fährt oder mit Familie, sodass man alleine beim Biken ist, dann ist so eine Shuttle-Runde perfekt, weil man einfach in der Gruppe unterwegs ist und da auch ordentlich Geschwindigkeit gefahren worden ist. Also es war auf keinen Fall langweilig. Und von dem her empfiehlt sich das, oder vielleicht sogar auch am Anfang von so einem Urlaub, um noch ein paar Leute kennenzulernen, wenn man eben lieber zusammen unterwegs ist. Und es macht auch mega Spaß, solche Shuttle-Touren mitzunehmen, finde ich persönlich, weil man kommt in Trail-Regionen, die man vielleicht so nicht finden würde. Ein Lied später und einige Höhenmeter weiter unten hat uns dann auch die Sonne angestrahlt. Das war echt voll verrückt. Ab in der Früh sind auf den Bergen so richtig dicke Wolkenfelder gehangen. Und je weiter man eben runtergekommen ist und je weiter man Richtung Meer gekommen ist, desto schöner und heller war es dann wieder. Und von dem her haben wir wirklich alles mitgenommen. Super trockene, richtig geile, felsige Trails, aber oben eben auch dieses nasse, rutschige, laubige, was ja auch trotzdem einige mögen. Nicht so sehr. Es hat sich angefühlt, wie wenn man vom Herbst in den Frühling reinfährt, oder? Ja, das stimmt. Nur am Nachmittag, ja, naja, schaut doch lieber selbst mal.
Falls ihr euch jetzt schon fragen solltet, mit wem wir denn eigentlich alles unterwegs sind, dann lohnt es sich auch immer noch dran zu bleiben, denn wir stellen euch die ganze Truppe natürlich auch noch vor. Aber erstmal dachten wir, wir genießen die Trailerfahrt ein wenig, denn dieser Trail hier, der war wirklich richtig cool. Und ich blende euch natürlich auch noch ein, wie der heißt, weil falls ihr nicht shuttlen wollt, sondern einfach so, könnt ihr den bestimmt auch auf dem ein oder anderen Programm finden, sicher auch auf Komoot, mit dem sind wir ja ganz gut unterwegs normalerweise. Aber ja, wie Nico schon sagt, manchmal ist es auch einfach fein, nur hinterherfahren zu können, ohne auf irgendwas achten zu müssen. Ganz schön warm. Dafür, dass oben noch so kalt war. Einmal
einmal im Jahr esse ich einen Apfel, das muss man gleich festhalten. Nicht, dass es heißt, ich esse nur Schokolade. Ist doch so. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Da seht ihr mal, wie die Radl aufgepackelt werden. Sieht ganz witzig aus im Zeitraffer, finde ich. Und war in echt aber eine kleine Meisterleistung, weil die mussten schwer nach Prinzip oder System besser gesagt drauf. Von ganz klein zu ganz groß oder genau andersrum. Fragt mich nicht mehr. Und dann ging es auch wieder ab in den Offroad Shuttle. Das hat echt Spaß gemacht. Das war halt mal so ein bisschen ein besonderes Erlebnis, weil sonst fährt man sowieso definitiv nicht mit dem Auto. Also ich zumindest nicht. Und zack, das tut es wieder. It's a low ecstasy. Okay, and yes. Now? And now this one is called Baltera, which is the name of the area here. Okay, this is our guy. Ciao. Und wie es eben so ist, alles was aufgepackelt wird, muss meistens auch wieder runtergepackelt werden, bevor es dann endlich wieder in den Trail gegangen ist. Und auch hier war es wieder so, wir waren ganz schön weit oben und dementsprechend war es ganz schön kalt, regnerisch und laubig. Und nichtsdestotrotz, jetzt habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt, war dieser Trail für mich ziemlich flowig und cool. Jetzt geht es noch diesen Trail zu Ende runter, bevor es dann Mittagessen gibt. Und für alle, die das nicht mehr interessieren sollte, weiter geht es mit den Trails dann nach dem Essen, aber in einem neuen Video, weil es einfach zu viel Trail-Action an einem Tag war, um das in ein Video zu verpacken. Und ja, wer richtig viel runterfahren will, der ist beim Shuttle definitiv gut aufgehoben. Weisheit des Tages. Die Bikes sind wieder draufgepackt, aber jetzt gibt es erstmal Essen. Essen. Oh, die Kamera spielt, oder? Juhu! Essen. It's okay Essen. With the line. Mega! Gar nicht so gut. Ja. Schmeckt's dir? Ja. Ja, klar, schon wieder bei mir. Zweiter Gang der Vorspeise, wie es ausschaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie hast du nochmal dazu gesagt? Rollerkraft. Wenn es bei uns wäre. Hat der Fressleiter die Backen vergessen, das Hauptgericht herzuzeigen? Da verschwindet schon wieder. Nachtisch. Nachtisch. Gefährdeter Nachtisch.